Willkommen zurück zu Teil 3. Ja, Tutorial ist abgeschlossen. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Verlassen machen wir uns auf die Arbeit. Hat hier. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Redet der auf immer anders? Oder ist das der andere? Jackie? Nee, Jackie ist es. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug. Hier lang. Weise eine Granate einen Kampfgadget-Küssler in deinem Inventar zu. Okay. Ist ja. Was? Okay, Handy. Naja. Beziehen. Wie kriege ich die wieder weg? Okay. Wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team, charmant. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Okay. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Wir werden sehen. Vorher erstmal so. Sieh ein Gerät an und scanne es, indem du. Ab jetzt leise. Scheiße, sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson? Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Was habe ich jetzt eigentlich aufgesammelt? Habe ich irgendwo ein Inventar? Aha. Inventar. Alter, wie scheiße sehe ich aus? Habe ich denn alles für den Mist an? Granaten. Rucksack.
Naja. Ich weiß es. Hab noch keinen Plan. Achtung! Pendejos vor uns! Erledige ihn leise wie. Leise, sonst entdecken die uns. Deck dich vor, Scavenger findet an. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Verrückte Parasiten. Sie kommen. Wartet eine Chance ab. Dann leg sie um. Sie brauchen wir einen Einzelkopf. Ihr Premium Chrome wird uns eine Menge Schotter bringen. Schnell verstecken! Cabrones. Wie Heuschrecken. Warten wir und planen die Sache. Hey, mein Geil. Dort sieht er mich. Aber der sieht mich, wenn ich den anderen packe. Okay. Uff, kack! So. Lädst du mich jetzt wieder alleine eigentlich auf, oder? Nee. Okay. Habe ich die andere Waffe da jetzt? Wie kann ich Waffen wechseln? Ach so. Die haut's dann weg. Ausrüsten. Aha. Ah, das kann ich also nur einmalig. Wenn ich sie weg habe, habe ich sie weg. Okay. Ja, dann nehmen wir die erstmal. Gut. Was ist hier? Und ich kann mit dem Ding nie rennen.
Okay. Schränke können wir auch nicht aufmachen, oder? Irgendwas hier? Nee. Aha, hier ist noch was. Lesen. Boah. Bock im Bock. Der Tag, an dem der Tower fiel. August 2009 veränderte ein einzelnes Ergebnis. Sprengte damals eine Atombombe, die den Alaska Tower. Vergiftung. Wir könnten. Wie konnte der größte Terroranschlag sein, passieren? Wer steckte hinter der Katastrophe? Um Antworten auf diese Frage zu finden, müssen wir zuerst den Kontext. Nee. Straßenschuhe. Okay. Hey. Rucksack. Ich habe doch jetzt irgendwas aufgesammelt. Kleidung. Ah, ich habe zwei Paar Schuhe. Die habe ich wahrscheinlich ausgerüstet und die habe ich bekommen. Okay. Wenn ich die jetzt anhaben möchte, lasse ich es einfach halten, ein Team-Item zerlegen. Aha. Okay. So eine verfickte Scheiße. Junge Frau. Scheiße, wie? Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen. Aber das. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Okay. Ach, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Oh, was?
Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keine Rückzieher. Wir brauchen den Biomon intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, Vi. Zieh dein Ding durch. Oh, fuck! Herzstillstand! Vi, sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen. Feuer, schaff sie raus, Terrasse. Befolgen Sie die Instruktionen. Meiden Sie den markierten Bereich. Meiden Sie, oder? Hä? Meiden Sie den markierten Bereich. Meiden Sie? Meiden Sie den markierten Bereich. Ach so. Patienten auf den Boden legen! Alter, müsst ihr mich gleich mit Waffen bedrohen, ihr Idioten? Fünf Schritte zurück! Jetzt! TT-133... Oh. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin, 110 Norepinephrin, 800 Fibrin. Oh. Das hat wehgetan. Hätte es gehorchen sollen. Oh, bleib ruhig. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Manor. Ich hab was zu erledigen. Jetzt hab ich wieder bloß die Pistole. Wagen borgen? Ich hab ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Bitte. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Sehr gut. Moment, okay. Waka Okada. Das ist ein Sternrufe. Geht nicht ran. Aber warum geht der nicht ran? Und der Uni? Dauert das lange? Na okay.
Wie rief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Einfach geil. Statt wie jeder andere. Nur größer. Nein, Manu. Nicht wie jeder andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Und hier kommen Legenden. So, die Schicht geht weiter. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ah, oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Aber das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Aus der Butter! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Kann ich! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie? Oh. Hab euch, Arschlöcher! Wie? Ziel auf den Fahrer! Chingado! Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie? Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Haben wir irgendwo eine Karte? Aha, hier. Aha. Mhm. Okay. Playing two nights, better get lost before you pay that price. I'ma drop blood, dog, can I know knife? To survive another fit is better fight for your life in the night. Not his life in a hype, live or die. Bigger fangs, bigger bite, mega bite, a terabyte. Baby, call me Eddie, cause I eat it like it light. Pick a side, pick a side, pick a side, pick a side. Verdammt, nicht alles. Backseat drama go crash. Get to keep eye of my lemon, I'ma take your woman in the back. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht Sie so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sehe an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Okay, dann mal los. Dann. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Ich
Die mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Typ für Beziehung. Und bescheiden. Du weißt schon. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Das ist der Wiener. Echt wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Max-Tech. NCPD-eigene Sondereinheit. Mhm. Kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. The end is nigh. No, wait. It's just 101.9. The Dirge. Oh, wo kannst du so fern? Boah! Gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jackie. Hey, I was gone for a minute, now I'm back for another. Let me paint you a picture. Propane in the winter, snowflake in the summer, no cake in for dinner. Can't hang here to chin up. Stay praying on a sinner. Whoa, whoa, if I make it, it's a winner. Put a Frank on my shit, let it bang in the wind. Süße Träume wie. Hey, Zaddy, keep on tapping that. Grüß Misty von mir. Hey, luego. Wenn ich eins wieder machen, Coolness. Hexe. Technische Fähigkeiten sind vielleicht nicht so schlecht. Verfügbare Vorteilspunkte. Scheint mir jetzt noch nichts hier zu bringen. Ach, hier brauche ich die, okay. Optimierung. Okay. Das klingt ja nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, für was wir es brauchen. Vielleicht sollten wir erstmal das nehmen. Naja, gut. Geh nach Hause. Der dir helfen kann. Gleich kommen die Details.
Die Aufgabe, die Netrunner gegeben hat, ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung. Oh. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich. Beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist. Und zwar schön heiß. Das blöde Tor ist kaputt. Zum dritten Mal. Schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was. Ist das jetzt meine Höhle hier? Geh ins Bett. Der ist natürlich voll. Du kannst bis zu 6 Outfits in einem Kleiderschrank speichern. Diese können dann jederzeit in einem Outfit in deinem Inventar aktiviert und deaktiviert werden. Nicht ihre Werte, sämtliche Kleidung, die du findest, erhältst, herstellst, zerlegst, kaufst oder verkaufst. Kleiderschrank hinterlegt. Schön assi aus. Sind ja alle beide. Nee, Sneaker. Ja, okay. Ja. Okay. Naja. Was gibt's denn noch? Das ist die Küche. Zeit für einen neuen Look. Geh zum Spiegel in Apartment oder in einem Safehouse und wähle die Option Aussehen verändern. Hast du schon eine Dienstklamotte gefunden? Erstelle im Kleiderschrank das Aussehen deiner Ausgabe. Das haben wir doch schon gemacht. Das soll lächeln sein? Gaffen. Ja. Da geht's ins Bett. Duschen. Rationalisiert werden kann. Und das ist das Recht. Wir können.
Was ist hier? Wodka benutzen. Ach, dort. Nehmen. Wo haben wir das jetzt nur drinne? Items. Das habe ich auf jeden Fall genommen hier. Soup. Und Wodka. Sojapaste. Ach so, weil ich den benutzt habe gleich. Okay. Okay. Alles klar. Gut, gehe ich dann wieder raus, oder? Ne, von hier bin ich ja gekommen. Was ist hier? Geht's nicht. Kann ich jetzt auch speichern? Gut, dann machen wir an der Stelle hier erstmal Schluss. Hier ist noch was. Oh, das ist so viel. Aus. Aus, aus, aus. Ist noch was. Ich will öffnen. Das Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubauen. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen. Oh, Alter! Lager öffnen. Okay. Rückfliegen, das klingt so erstmal nicht schlecht, oder? Lager, Inventar. Okay. Okay. Kann ich die verbessern irgendwann mal? Nee. Ja. Sieh die. Alter, was machst du mit der Maschine hier? Yours, Boys.
Burrito. Leite den Zustand Sättigung. Okay. Und ich habe wirklich $12 bezahlt. Gut. Wir machen erstmal Schluss und dann geht es dann beim nächsten Mal hier weiter, indem wir ins Bett gehen. Weil ich habe Angst, wenn ich jetzt ins Bett gehe, dass hier irgendwas passiert. Und dann müssen wir das jetzt alles abwarten. Also ins Bett gehen wir in Teil 4.